because this affects every person in this room. Country roads take me home to the place where I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Old country roads. Ich hab den Tag so oft verflucht, als wir uns kennenlernten. Ich habe alles schon versucht, hab unter dem besternten Himmel Mexikos dir meine Lieblingsplatten aufgelegt. Du hast dich nicht bewegt, das hat mich aufgeregt. Sagst du, findest zwar den Lied nicht, aber Ricky Martin niedlich. Der ist so unappetitlich, wie wir beide unter Baby, ich kann dich gut leiden, es ist wirklich wahr. Das wird nie was mit uns beiden, eines ist mir klar. So klar, du bist vom Rock. Du weißt nicht, was das für ein Schock war. Meine Tochter zum Rocker. Kannst du bei den Beatsteaks ruhig sitzen bleiben, wenn dir doch Schlagersänger Tränen in die Augen treiben? Seit du bei mir wohnst, schallt jeden Tag Shakira durch das Haus. Ich halte es nicht mehr aus, ich glaube, ich schmeiß dich raus. Du sagst, du machst es still und friedlich, sei doch nicht so ungemütlich. Deine Schmusemasche zieht nicht, pack deine Sachen, schau an. Ja, du hast uns schon gesehen vor dem Traualtar. Baby, das wird nie geschehen, du bist ganz so. Woohoo!
klatschen und du beginnst zu maschen. Es ist schon spät, ich will dir noch was sagen. Ich weiß nur nicht, wie es geht. Ich bin mit dir hier und schau mich nicht so an, weil ich sonst ganz bestimmt überhaupt gar nichts sage. Selber nicht, was los ist, meine Knie werden weich. Empfinden sie das so einfach aus, jetzt bin ich kreidebleich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, mein Gott, jetzt gehst du gleich. Bitte geh noch nicht, bleib noch ein bisschen hier. Ich will dir noch was sagen, nur die Worte fehlen mir. Bitte geh noch nicht, ich weiß, es ist schon spät. Ich muss dir noch was sagen, ich weiß nur nicht, wie es geht. Wie es geht, wie es geht, wie es geht. Ich dachte immer, dass es leicht wäre. Ich dachte immer, das ist doch kein Problem. Jetzt sitz ich hier wie ein Kaninchen von der Stange und ich fühl mich wie gelähmt. Ich muss es sagen, ich weiß nur noch nicht wie. Ich muss es dir sagen, jetzt oder nie. Bitte geh noch nicht, am besten gehst du nie. Ich hab's dir schon so oft gesagt in meiner Fantasie. Bleib noch ein bisschen hier. Bitte geh noch nicht, was ich versuche dir zu sagen, ist, ich liebe dich. Ich weiß nicht, wie es geht, wie es geht, wie es geht. Menschen werden entführt und in Lager gebracht.
etwas Falsches gesagt, etwas Falsches gedacht. Und alle, die warten, werden langsam nervös. Wo bleibt der Messias, der uns erlöst? Dies sind finstere Zeiten, wo oft die Bösen siegen, weil sie lügen und betrügen und die Wahrheit verbiegen. Aber es gibt ja noch uns oder Philipp vor. Wir sind noch besser und noch stärker als je zuvor. Wir sind wie guter Whisky viele Jahre gereift. Warum dauert es so lange, bis sie endlich begreift? Wir sind die Besten. Aha, aha. Wir sind die Allerbesten. Im Osten und im Westen. Aha, aha. Von Bundes zum Äquator, noch in 100 Bato. Wir sind die Besten. Aha, aha. Wir sind die Allerbesten. Du kannst uns gerne testen. Aha, aha. Vom Süden bis zum Norden, im Wüsten und im Fjorden. Es gibt Leute, die sagen, wir wären nicht gut. Schweine. Wir wären nur so mitten, da packt mich die Wut. Schweine. Wer sowas behauptet, der lügt wie gedruckt. Schweine. Der gehört getreten und dann gespuckt. Man muss die Federn und Tieren und den Darm auf ihnen entleeren, weil sie schummeln und heucheln, doch wir werden sie alle bemeucheln. Wir uns das Leben hat schon verloren. Hast du irgendwelche Fragen oder ein Problem? Wir sitzen hier und wir sitzen ziemlich bequem. Wir sind die Besten. Aha, aha. Wir sind die Allerbesten. Im Osten und im Westen. Aha, aha. Von Bundes zum Äquator und auch in Ulaanbaatar. Wir sind die Besten. Aha, aha. Wir sind die Allerbesten. Du kannst uns gerne testen. Aha, aha. Vom Süden bis zum Norden, im Wüsten und im Fjorden. Einen wunderschönen guten Abend hier am Nürburgring. Wir sind Slipknot aus Berlin. Dankeschön. Geht's euch gut? Euch da hinten, geht's euch auch gut? Euch da oben, geht's euch auch gut? Ich sehe, hier herrscht eine gewisse Tribünenantipathie. Ich frage mich, wo die herkommt. Klassenkrieg. Rott, geht's dir gut? Blendet. Gut. Bela? Ja, mir geht's super. Ich finde es so toll, dass da mitten im Publikum einer... Hört doch mal auf. Hey, hey, hey. Das ist Quatsch. Lass doch mal das Tri weg. 2006, ja, ist dieser Schmähgesang auf die Tribüne hier an diesem Ort erfunden worden von dem Mann da drüben. Heute er selbst. Heute heißt es Scheiß Riesenrad. Aber hallo, gestern waren noch näher dran. Wir waren gestern bei Rock im Park, das ist so ein anderes Festival, völlig unerheblich. Da stand das Riesenrad gefühlt hier vorne und blinkte uns in die Fresse. Mitten in die Fresse. Okay, wer von euch hat sich auf uns gefreut? Sagt die Wahrheit. Dankeschön, wer von euch ist jetzt schon ein bisschen enttäuscht? Sorry, wird jetzt nur noch schlimmer. Und wer von euch glaubt, dass Weihnachten ist? Bill, hast du gesehen, dass hier jemand Farin heißt wegen uns? Wegen uns oder wegen dir? Na, wegen euch. Ach, der Plural Majestatis. Das ist doch nicht nötig. Wegen euch, euer Ehren. Sag Herr Farin zu mir. Dir verdanke ich diesen beschissenen Namen, Herr Urlaub. Es tut mir leid. Es tut ihm leid. Weißt du, Farin, den Namen will man nicht. Weißt du, was man will? Ich wusste stets, was ich will. Oh! Ich dachte, das sollen viel. Trotzdem setze ich mich zwischen alle Stühle. Und das ist mir bequem. Bis hierhin kein Problem. Hätte mich angehörte doch nie zu denen. Und schmeckte doch nur in unerreichbaren Plänen. Und am Ende war der Lohn Frustration. Ich dachte, ich könnte es erzwingen. Selbstbetrug hat mir nichts bringen. Du bist immer dann am besten, wenn's dir
ist immer dann am besten, wenn du einfach ganz normal bist. Du bist immer dann am besten. Du musst das nicht austesten, nicht auch mal. Dein Spiegelbild ist anderem egal. Ich war nicht mehr ich selbst, es wurde gefährlich. Tat was andere verlangt, war zu mir selbst nicht mehr ehrlich. Wer Wahrheit simuliert, wird nur kurz akzeptiert. Ich machte erst allen recht, alle sollten mich lieben, sah nicht die Dämonen, die mich dazu trieb, war gefangen und nicht mehr frei. Und ich ging kaputt dabei. Du kannst die Welt nicht ewig blenden, ich muss den Scheiß sofort beenden. Du bist immer dann am besten, wenn's dir eigentlich egal ist. Du bist immer dann am besten, wenn du einfach ganz normal bist. Du bist immer dann am besten. Du musst das nicht austesten, nicht nochmal. Dein Spiegelbild ist anderem egal. Du kannst für eine Weile dein Umfeld bemühen, doch dein eigenes Herz bist du nicht betrübt. Man erntet, was man sieht, und wird sein Herz sein, das dich verrät. Ich will dein Elan doch überhaupt nicht dämpfen. Wenn du etwas willst, musst du darum kämpfen. Nur eines versprichst du mir, bleib immer du selbst und bleib bei dir. Ich bin immer dann am besten, wenn's dir eigentlich egal ist. Ich bin immer dann am besten, wenn mir keiner ins Regal pisst. Ich bin immer dann am besten, am zweiten oder zehn besten, von mir aus auch mal nicht am besten. Ich muss das nicht aussessen, nicht nochmal. Mein Spiegelbild ist anderen egal. Ruf dich an, so oft ich kann, ich flüster in dein Ohr. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ich kenn nur deine Stimme und den Rest stell ich mir vor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bei dir sein. Für Minuten bist du mein. Denn viel zu viele Mädchen sind heute Abend ganz allein. Ich ruf sie an. 2000 Mädchen. 2000 Mädchen. 2000. 2000 Mädchen. Ich ruf sie an. 2000 Mädchen. 2000. Dein Vater dran, zu fremden ist der nett. Oh, 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 oh. Er sagt, du müsstest früh aufstehen und du legst schon im Bett. Oh, 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 oh. Ich träume, dass du bei mir bist und dass du mich voll küsst mit Zunge, wenn's geht. Ich will alles tun, dass du mich nicht vergisst. Und ich ruf sie an. 2000 Mädchen. 2000 Mädchen. 2000, 2000 Mädchen. Und ich ruf sie an. 2000 Mädchen. 2000, 2000 Mädchen.
ich ruf sie an. 2000 Mädchen, 2000 Mädchen, 2000 Mädchen, und ich ruf sie an. 2000 Mädchen, 2000 Mädchen, 2000 Mädchen, 3000 Mädchen, 2000 Mädchen, 4000 Mädchen, 2000 Mädchen, 5000 Mädchen, 2000 Mädchen, 1000 Mädchen, 2000 Mädchen, 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 Mädchen. Dankeschön. So, ist euch auch so ein bisschen frisch vielleicht? Kann nicht sein, es ist Sommer. Könnte man mit einer Laola vielleicht verbessern? Also rhetorische Frage, macht gefälligst. Und zwar, wir sind ja bei Rock am Ring, hier wurde auch die Sitz-Laola entdeckt. Ist gar nicht so lange her. Macht doch mal eine normale Laola von da drüben, also natürlich bis ganz nach hinten. Und dann da so lang mit abtropfen auf der Tribüne. Werdet ihr dazu bereit? Irgendwie eklig. Oder? Auf die Plätze! Fertig und bitte! Ach, herrlich. Ich hätte doch Diktator werden sollen. Alter, immer noch bis da hinten. Geile Scheiße. Dankeschön! Ansonsten muss ich mich entschuldigen, ich spiele ja sowieso schon nicht so gut Gitarre, aber mit kalten Fingern wird es nicht besser. Also haltet euch einfach zwischendurch ein bisschen die Ohren zu, wenn es zu schlimm wird. Ich meine es nicht böse, ich habe euch sehr lieb, aber es geht nicht besser, es ist echt kalt hier oben. Aber ich muss auch sagen, mit kalten Fingern ist es, als wenn es ein neuer Fahrrad wäre. Ist wie eine fremde Hand, meinst du? Wie eine fremde Hand, oder? Okay, Freunde, Freundinnen. Nach dieser wunderlichen Ansage. Nach dieser wunderlichen Ansage und der unvermeidbaren Laola. Tod und Krieg auf der ganzen Welt, es könnte nichts egaler sein. Im Regenwald werden Bäume gefällt, es könnte nichts egaler sein. AKK im Tutti-Salat, wie gemein. Doch es könnte mir nichts egaler sein. Wenn anstatt der letzte Wahl verbiegst, es könnte mir nichts egaler sein. Hat sich dein Lieblingsband doch nicht aufgelöst, es könnte mir nichts egaler sein. Und ist doch jeder Politiker ein Schwein. Es könnte mir nichts egaler sein. Du tanzt mit mir, die Welt ist schön. Wenn du bist, dann kann es dir gar nicht besser gehen. Du tanzt mit mir, du bist ja Denkland. Wenn du mit mir tanzt, bleib mir die ganze Misere erspart. 4 Millionen Arbeitslose buchen, Schatz, es könnte nichts egaler sein. Meine Lieblingsfernsehsendung abgesetzt, es könnte nichts egaler sein. Und ist doch jeder das Prinzip wieder verbleibt. Es könnte mir nichts egaler sein. Du tanzt mit mir, die Welt ist schön. Wenn du mit mir tanzt, kann es mir gar nicht besser gehen. Du tanzt mit mir, du sendest nass. Wenn du mit mir tanzt, bleib mir die ganze Zerstörung der CDU ist mir egal. Interessiert mich nicht. Ist mir egal. Es ist mir so egal. Wo sitzt auf mir? Die Welt ist schön. Wenn du auf mir sitzt, kann es mir gar nicht besser gehen. Du sitzt auf mir. Du sollst mir das. Wenn du auf mir sitzt, bleibst du schmeißen. Ich schreib ab. Du weißt, niemals hat geschätzt. Die Welt ist mir egal, wenn du dich auf mich setzt. Auf mich setzt. Auf mich setzt. Jetzt.
Total beschissen, also jetzt für Rodrigo und mich als Metal-Fans, dass wir jetzt hier spielen müssen, während Slayer da drüben spielt. Und dass wir all den vielen Slayer-Fans unter unseren Fans dieses Erlebnis nehmen, es tut uns wirklich leid. Aber es ist ja nun mal so, die Welt kann nicht perfekt sein. Warum kann's nicht perfekt sein? Oder so wie im Lied, es sieht einfach so wie im Film sein. Wenn Boy vor dem Girlfriend kniet und ihre Hand nimmt und ihr ganz tief in die Augen blickt, einfach alles stimmt nichts an dem Bild und Geschick. Kerzen brennen und Champagner steht bereit.
so ist es niemals in Wirklichkeit. Warum kann's nicht perfekt sein? Sieh, der Himmel ist so ziemlich sternenklar, gieß uns doch ein Glas Sekt rein. Wenn das grad keine Sternschnuppe war, doch wir wünschen uns nichts, weil wir so glücklich sind. Nichts hat jetzt mehr Gewicht, die Liebe macht uns für alles um uns blind. Und im Radio spielt sie einen Song von feine Sahne Fisch Filet. Oh Mann, das ist wirklich nur schön. Kann's nicht perfekt sein? Ist das denn schon so viel verlangt? Warum kann's nicht perfekt sein? Warum haben wir schon wieder gezeigt? Warum denk ich an Sex, wenn du grad romantisch wärst? Du sprichst von deinem Max, wenn's grad nicht so ratsam ist. Und im Radio spielt sie einen Song von den Ärzten aus Berlin. Die drei Fossile sind aus den 80ern übrig geblieben. Dann nimmst du meine Hand und küsst dich. Und mir wird klar ganz plötzlich, er war immer da, er war nur gut versteckt. Denn ganz genau dieser Moment, ich sage ganz genau dieser Moment. Hey, you lovely, beautiful people here in the Nürburgring. I say, ganz genau dieser Moment, er ist perfekt. Kamadamada, ups. Nochmal anfangen, das ist einfach zu schön, wenn sie springt. Würde mir einen Gefallen tun, weil ich spiele hier ein unglaublich kompliziertes Gitarrenriff, das geht so. Also macht mir das mal nach, ja? Und es wäre schön, wenn ihr da einfach hochspringen würdet. Das ist nicht super originell, aber wenn ihr alle hochspringt zur selben Zeit, sieht es bestimmt sehr bekloppt aus. Auf jeden Fall. Eins, zwei, drei. Von unserer Warte aus. Sehr gut. Rott? Bekloppt aus. Jetzt. Alter, was ist denn jetzt los? Falsche Bühne. Nicht aufhören! Ich werde einfach zu hingehen, das ist völlig normal. Ich werde einfach zu hingehen, das ist völlig normal. Ich werde einfach zu hingehen, das ist völlig normal. Ich werde einfach zu hingehen, das ist völlig normal. Ich werde einfach zu ihr hingehen, das ist völlig normal. Ich werde einfach zu ihr hingehen, das ist völlig normal. Ich werde einfach zu ihr hingehen, das ist völlig normal. Jeder Versuch mit ihr zu reden, endet fatal. Ich öffne meinen Mund, totale Amnesie. Fiasco. Ich würde den Erdboden versinken, wenn ich nur wüsste wie. Fiasco. Normalerweise kenne ich Worte, wenn ich sie suche. Normalerweise kann ich reden, als wäre ich ein Buch. Normalerweise kann ich sprechen. Ich
sagte es schon. Normalerweise bin ich Herr jeder Situation. Normalerweise bin ich jemand mit ein bisschen Verstand. Normalerweise laufe ich nicht einfach gegen die Wand. Normalerweise bin ich eigentlich ganz normal. Ich öffne meinen Mund, massive Aphasie. Fiasko, Fiasko. Ich würde im Erdboden versinken, wenn ich nur wüsste wie. Fiasko, Fiasko. Tree, schaut mich an. Sie schaut mich an. Sie ist nicht von dieser Erde. Schaut, wie sie gucken kann. Mich hat erwischt, ich spreche sie heute endlich an. Sie ist nicht von dieser Erde. Schaut, wie sie gucken kann. Mich hat erwischt, ich spreche sie heute endlich. Ach, Jan, Abel, schau mich an. Ich bin der Mann, der alles kann. Oh, oh, hör mir zu. Ich bin tausendmal besser als wie du. Es gibt nichts, was du nicht kannst. Es gibt nichts, was du nicht kennst. Es gibt nichts, was du nicht besser weißt als ich. Und du warst schon überall, du hast alles schon gesehen. Und eigentlich sind alle Frauen verliebt in dich. Angeber, gib noch ein bisschen an für mich. Bisschen an für mich. Du weißt, ich höre es gern, wenn du von deinen Abenteuern sprichst. Angeber, angeben ist dein Lieblingssport. Ich höre dir zu mit offenem Mund und tu so, als glaub ich dir jedes Wort. Angeber. Ich bin der Mann, der alles kann. Oh, 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 hör mir zu. Ich bin tausendmal besser als wie du. Unbeschreiblich, kaum zu glauben, nicht zu fassen. In deiner Fantasie scheinst du der Größte zu sein. Immer höher, immer weiter, immer lauter, immer besser, immer. Wenn ich gerade gehen will, fällt dir noch einer ein. Hey, Angeber, gib noch ein bisschen an für mich. Bisschen an für mich. Du weißt, ich höre es gern, wenn du von deiner Penispumpe sprichst. Angeber, ist ein Lieblingswort. Ich stell dir zu mit offenem Schuh und tu so, als glaub ich dir jedes. Schau mich an. Ich bin der Mann, der alles kann. Oh, 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 hör mir zu. Ich bin tausendmal besser als die du. Schau mich an. Ich bin der Mann, der alles kann. Oh, 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 hör mir zu. Ich bin tausendmal besser. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, es ist an mir, einen Seitenwechsel zu moderieren. Ja. Seitenwechsel ist eine ausgefuchste Form des Rock'n'Roll-Entertainments, das wir Anfang der 80er gemeinsam erfunden haben. Gemeinsam erfunden haben. Gemeinsam? Gemeinsam. Es war total super. Das war total super. Mir ist die Spange gerade aufgefallen. So ein Pfeif. Warte, jetzt geht's wieder. Okay. Und scheiß Correga-Tab-Sange, das was mal war. Da. Auf der von Ihnen geneigtes Publikum, rechten Seite, der Mann mit den langen Beinen. Der Mann mit den 4 cm langen und 6 cm breiten Zähnen. Ja,
Und man kann es sagen, der Mann mit dem erschreckend kleinen Penis, meine Damen und Herren, am Bass. Man kann nicht alles haben. Ey, Zähne sind auch, müssen auch sein. Ja. Meine Damen und Herren, fahr in Urlaub. Ja, das war jetzt so ein... Jetzt aber! So ein Zahnapplaus. Vielleicht könnten die nochmal so mit den Zähnen klappern für dich. Wäre ganz gut. Würden Sie, geneigtes Publikum, für Fahr in Urlaub mit den Zähnen klappern, bitte? Das klingt beeindruckend. Danke nochmal. Ich freue mich schon auf deinen Flatulenzapplaus nachher, den ich dir servieren werde. Die Flatulenz-Laola, auf die freue ich mich. So, aber wir greifen vor. Jetzt eigentlich muss ich im Staub knien, dass ich das darf. Für Sie auf der von Ihnen linken Seite ankündigen. Das Versprechen an den Unterleib. Die das fleischgewordene Kamasutra im blauen Anzug aus dem Hause Calvin Klein. Ladies and Gentlemen, Rodrigo González. Bis der Morgen kam und ich stahl mein Herz durch die Art, wie sie sich benahm. Mir wurde klar, was an ihr so anders war. Ihr Lächeln und ihr Haar, sie war eine Lady, eine Lady, eine Lady. So klar, schön und wunderbar. Fühlte mich wie ein Kloschar, sie war eine Lady, eine Lady, eine Lady. Ich nannte dich Bingo Lady, denn das war es, was ich dachte, aus der ersten Mal zu haben. Du servierst dich mir gut gekühlt und ich hatte das Bedürfnis, heftig mit dir zu schlagen. Ich weiß, du wirst mich vermissen, auch wenn du jetzt gehen musst. Keine Geigen mehr, wenn wir uns küssen. Ich hab es einfach nicht gewusst. Ich hoffe, meine Worte machen es nicht noch schlimmer. Vergiss nur einmal deinen Stolz. Ich weiß, du liebst mich noch immer. Soll uns das Gewinn sein? Wird uns denn keine Lösung haben? Die Möglichkeit ist viel zu klein. Doch ich liebe nur dich allein. Ist zur Gewohnheit verkommen. Doch das ist immer die Gefahr. Routine hat ihren Platz eingenommen. Bis es nicht mehr auszuhalten war. Ich hoffe, meine Worte machen es nicht noch schlimmer. Und
bist nur einmal dein Stolz. Ich weiß, du liebst mich noch immer. Soll es das gewesen sein? Wenn uns denn keine Lösung haben, die Möglichkeit ist viel zu klein. Doch ich liebe nur dich allein. Ich weiß, du wirst mich vermissen. Ich vermisse dich schon jetzt. Vermisse auch die Geigen, vermisse dich zu küssen. Nicht auf dieser Welt wird sich ersetzt. Ich hoffe, meine Worte machen es nicht noch schlimmer. Vergiss nur einmal dein Stolz. Ich weiß, du liebst mich noch immer. Soll es das gewesen sein? Staked by the Chilean Spear of Love, Rodrigo Gonzalez. The Spear of Love. Wie war das mit Applaus? The Spearmint Gum of Love. Love. Dankeschön. So, Rod. Ein Decktrumpf hin. Jetzt will ich die Kniebel hören hier. Minus 5 Grad. Oh, Baby, schüttel dein Haar für mich. Danke. Der Meister der Amnesie, oh yeah.
habe die Ehre, ich bin der Sohn der absoluten Ehre. Früher waren hier noch Wiesen, Elfen, Einhörner und Riesen. Oh yeah, Da kam der große Knall und alles verschwand im Hall. Das große Ungenie, der Meister der Fantasie. Oh yeah, habe die Ehre, ich bin der Sohn der absoluten Lehre. Das große Ungenie, der Meister der Fantasie. Oh yeah, habe die Ehre, ich bin der Sohn der absoluten Lehre. Applaus! Oh, die können nicht klatschen, die fragen sich gerade, warum ich überhaupt noch Gitarre spiele. Mann! Liebes Publikum, habt ihr schon einmal was von Nazis gehört? Mein Urgroßvater war Rennfahrer am Nürburgring und er pflegte zu sagen, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Arschlöcher auf die Straße zurück. Und die fahren immer genau vor mir. Sie fressen alles auf. Und hast du keine Knarre, rate ich dir auf. Sie sind nicht mehr am Leben, sie sind nicht tot. Wenn ich sie sehe, dann seh ich rot. Die Laufung kommt, keine Gnade. Sie haben unser Leben.
sie schmatzen und hohle Stöhnen. Ich werd sie mit einer Ladung gleich verwöhnen. Sie wandern stumpf durch die Botanik. Nur die Ruhe, bitte keine Panik. Es muss so sein, du musst es tun. Und da können sie in Frieden. Sie kommen aus der Hölle. Denn da gibt es viel zu viele. Der Eintritt ist verboten. Für die deutschen Patrioten. Bist du bereit? Dann mach sie alle. Dafür bleibst du auch am Leben. Hast du genug Blei dabei? Dann sage ich dir Feuer frei. Und 5 mm oder Maschinengewehr. Schieß doch einfach an deiner Ziele her. Vorsicht, sie kommen! Kicken mit Puls! Fressen und zu fressen und zu gehen. Sie kommen aus der Hölle. Denn da gibt es viel zu viele. Für die deutschen Patrioten. Sie kommen aus der Hölle. Denn da gibt es viel zu viele. Der Eintritt ist verboten. Für die deutschen Wie hast du mich genannt? Transsilvanien, Entschuldigung. Transsilvanien, meine Damen und Herren. Ja, das sind Menschen, die... Nein, Transsilvanien ist ein wunderschönes Land, über das der nun folgende Song geht. Ein Lied, das ich mir eben gerade hinterm Schlagzeug ausgedacht habe, als ich in eure schönen Gesichter schaut. Ah, stopp. Nicht mitklatschen. Wisst ihr, wenn Graf Dracula aus seinem Schloss kriecht, um das Blut von Unschuldigen zu trinken, da klatscht man doch nicht. Da versucht man, den Vampir zu vertreiben. Ja? Zum Beispiel mit Geräuschen. Was viele nicht wissen, aber keine Angst, dafür bin ich ja jetzt da, ist, dass Vampire sehr furchtsam sind. Besonders auf Geräusche reagieren sie sehr empfindlich. Seht ihr einen Vampir auf euch zukommen, müsst ihr einfach nur Buh sagen und er geht weg. Buh! Seht ihr? Das war jetzt natürlich ein ziemlich lächerlicher Vampir, aber mein Gott, jeder hat mal angefangen. Okay, also. Untermalt doch den nun folgenden Song ein bisschen mit transsilvanischen Geräuschen. Ich könnte mir durchaus das Flattern von Fledermäusen vorstellen. Könnt ihr das nachmachen? So. Oder einfach Flatter sagen. Flatter. Ich höre euch nicht. Und ihr da hinten. Sehr gut.
und das Rascheln von Bäumen in einem dunklen, finsteren Wald. Raschel, raschel, raschel. Raschel, raschel, raschel. Ein paar mehr Fledermäuse jetzt. Flatter, flatter, flatter. Raschel, raschel, raschel. Und mittendrin die Werwölfe. Nein, nicht die Werwölfe, die am Samstag mit blonder Perücke irgendwie im Kabarett auftreten. Nein, die bösen Werwölfe. So läuft es. Mein Gott. Doch, dann versuchen wir es nochmal mit einem nun abgerichteten Publikum. Sehr schön. Wenn ich Vampir wäre, würde ich Angst kriegen. Der Graf ist nicht das, was immer war. Nein, der Graf wirkt heute seltsam und bizarr. Ja, der Graf lebt von Blutkonserven, Ratten und Getier. Der Graf ist kein Punkrocker, er ist, that's right, he's a vampire. Der Graf erschreckt schon längst keine Kinder mehr. Nein, der Graf fühlt sich nutzlos, alt und leer. Ja, der Graf weiß nichts vom Ozonloch und Kernenergie. Doch der Graf ist Vergangenheit, Blut und Nostalgie. Doch damals, ja früher war er, sind bei allem das Böse in Person. Doch trotzdem war er beliebt bei den Frauen, sie machten zum Lohn in die Hälfte frei. Doch das ist dann vorbei. Hörst du das auch, Farin? Das klingt wie Transsilvanien. Der Graf fühlt sich müde und allein. Nein, der Graf wollte nie ein Anachronismus sein. Doch der Graf sehnt sich so sehr nach dem Blut einer jungen Frau. Doch der Graf hat Angst, Angst vor HIV. Doch damals, ja früher war mächtigste Wesen zwischen Zeit und Raum. Ja, früher war ein schöner, verbotener Traum von der Unsterblichkeit, sexy in seiner auf einen Berg und weint. Ja, der Graf wartet, bis die Sonne auf ihn scheint. Applaus für den Glitzergraf! Studio 54 Graf! So. Und nun? Und nun?
ist blau und der Rest deines Lebens liegt vor dir. Vielleicht wäre es schlau, dich ein letztes Mal umzusehen. Du weißt nicht genau, warum, aber irgendwie packt dich die Neugier. Der Himmel ist blau und der Rest deines Lebens wird schön. Yeah! Du hast ein gutes Gefühl. Du denkst an all die schönen Zeiten. Es ist fast zu viel, jetzt im Moment neben dir zu stehen. Du hast kein klares Ziel, aber Millionen Möglichkeiten. Ein gutes Gefühl und du weißt, es wird gut für dich ausgehen. Yeah! Oh, oh. Verrat es mir. Spürst du, wie die Zeit verrinnt? Jetzt stehst du hier und du hörst nicht auf zu lachen. Die Welt gehört dir und der Rest deines Lebens beginnt. Yeah! Vor dem nächsten Lied muss ich erstmal einen kleinen Reaktionstest machen. Hey, yeah! Funktioniert doch. Ja, und das wartet jetzt, oder was? Ja, und das wartet noch nicht. Ich brauche nur frischen Tee. Jetzt kommt die zweite Stufe. Ladies and Gentlemen, that's Rock'n'Roll. Er braucht frischen Tee und dann geht's ab. Wo bleibt der Tee? Lalalala. Kein Stress, Thema, endlich kein der Druck Tee, hier. Dann würden wir hier eine Rock'n'Roll-Party par excellence feiern. Der Tee! Da ist der! Oh, Tee, wir grüßen dich. Oh, heil dir, satanischer Tee, der du uns den Rock'n'Roll bescheren wirst. Nee, nicht Satan, Pfefferminz, nicht Satan. Heil du, Pfefferminz-Tee, den du uns gleich den Rock'n'Roll servieren genau. Wirst. Daran starb Janis Joplin. Da waren noch ein paar andere Sachen drin. Ja, Salbei, Ingwer, Fenchelhonig. Okay. Du, ey, du hast ja fast so einen schönen Anzug an wie der Bähler. Der goldene. Ja. Steht dir. Ja, besonders. Bisschen frisch um den Lendenbereich eventuell. Ja. Hey, ist in Ordnung, oder? Gerade frisch eingepullert, herrlich. Hey, yeah, yeah, yeah!
Peter, ich bin sicher, mit einer Bassdrum von dir wäre das noch ein Hauch sympathischer. Ein Hauch sympathischer? Ja, genau. Okay, dann machen wir das. Also. Eins. Hey! Yeah, yeah! Umba chaka, umba chaka, umba chaka, hu hu. Alala, hiri ala. Iyala la la, hiri ala. Iyala la, iyala la, iyala la, iyala la, yorroi. Wollt ihr meinen Job haben oder wie? Ist das der Grund, warum Marilyn Manson nie Tee trinkt? Okay, ey, wir können es gleich auch nochmal ein Evil machen. Alter, Moment mal. Das war so, ich bin ein Dackel oder was? Mach's doch Eviler, wenn du es kannst. Der Dackel will ficken, ja. Du lass den Dackel auf seine alten Tage doch auch mal sowas denken. Okay, zurück zum eigentlichen Thema. Wir sind ja in erster Linie jetzt keine drei Flitzbühnen. Wir sind ja schon Rockmusiker, auch wenn man das manchmal vergisst. Ja, also ich sag mal, also die Balance ist so 50-50, wenn wir Glück haben. 60-60, wollte ich sagen, als alter Mathematiker. Ja. Okay, habt ihr überhaupt Lust, Musik zu hören? Wir können auch Witze erzählen. Hey, hier unten eine blauhaarige Frau, die ist auf dein Angebot, Witze zu erzählen, so abgegangen gerade. Okay. Komm, erzähl dir einen. Soll ich dir meinen alten Also, vor ungefähr 20 Jahren hatten Bela und ich einen Lieblingswitz. Ja, ist, und 20, wenn er 20 Jahre sagt, könnt ihr schon mal 20 draufrechnen. Du meinst, als wir uns kennengelernt haben an deinem 50. Geburtstag. Genau, okay. Als du aus meiner Torte sprangst. Tada! Bin nichts bekleidet als ein Pfefferminzblatt. Ja. Und das hattest du nicht lange an, weil du musstest dir ja noch, na du ja, weißt schon. Okay, also der Witz, ich meine, wir schreiben das Jahr, ich glaube, wir haben 2019, bin jetzt schon ein bisschen älter, weiß man das nicht mehr so genau. In Zeiten von MeToo und YouTube und WeToo ist das vielleicht jetzt nicht so ein richtig guter Witz, aber er war halt vor 20 Jahren, als wir beide noch... Was ist denn jetzt los? Ja, ist alles gut, ich will noch jemanden... Oh, okay. Scheiße. Die wollen keinen Witz hören. Tut mir leid, er ist nicht so unlustig. Okay. Witz hören, Witz hören, Witz hören. Ach so, Witz, okay, Entschuldigung. Lady in Blue, willst du den Witz überhaupt noch hören? Du willst ihn hören, okay, alles klar. Guck dir die mal an. Ich bin wegen einem Witz hier. Okay, also. Die typische Situation, eine Diskothek, ein Mann lernt eine Frau kennen. Das ist ein langweiliger Hittenwitz, Entschuldigung schon mal, ja. Und kommen sich halt so ein bisschen näher und irgendwann fragt er so auf die typische Berliner Art, sag mal, wie heißt du eigentlich? Und sie so etwas verschämt, naja, ich heiße wie die Muschi, nur ohne den ersten Buchstaben. Und er so, Otze? Du heißt Otze? Wir fanden ihn damals sehr lustig, es tut mir leid. Heute schäme ich mich dafür. Hey, Moment, nimm mich da mal nicht in Sippenhaft. Wir fanden den damals sehr lustig. Du hast dich kaputt gelacht. Wir haben uns wochenlang immer nur mit Otze angeredet. So, wer von euch kennt die drei Besowskis? Okay, aber zum Ausgleich habe ich jetzt noch ein Lied, was nicht ganz so scheiße ist. Ach das? Hallo. Wir fahren im Puff nach Barcelona. Ole, ole. Ole, ole. Das läuft. Bela, du weißt doch, was dann morgen im, keine Ahnung, Nürburger Tagesanzeiger steht. Was soll da stehen? Und wer liest es? Okay, stimmt auch wieder. Entschuldigung, wichtig ist, was die Blogger und YouTuber über uns sagen. Ich stell dir vor, es gäbe sowas, wo man jeden Tag im Computer die Nachrichten lesen könnte. Das wäre ja vielleicht absurd. Ey, das wäre ja eine geile Geschäftsidee. Und umsonst. Ha, niemals, Alter. Es sei denn... Da könnte man gleich die Musik umsonst... Und Brüste? Brüste? Moment mal. Ich glaube, wollen wir okay. Scheiße, ich habe das falsche Wort gesagt. Habt ihr noch Lust? Sollen wir endlich zu Potte kommen und deine Schulden spielen?
Okay, wir versuchen's. Wir spielen jetzt noch drei Lieder hintereinander, versprochen. Na, oder eins. Schon geärgert, war es heute wieder schlimm. Hast du dich wieder gefragt, warum kein Mensch was unternimmt? Du musst nicht akzeptieren, was dir überhaupt nicht passt, wenn du deinen Kopf nicht nur zum Tragen einer Mütze hast. Wow, wow. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Sie so bleibt. Glaub keinem, der dir sagt, dass du nichts verändern kannst. Die, die das behaupten, haben nur Vorfallen und Angst. Es sind dieselben. Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Weil jeder, der die Welt nicht ändern will, ihr Todesurteil unterschreibt. Lasst uns diskutieren, denn in unserem schönen Land sind zumindest theoretisch alle furchtbar tolerant. Worte wollen nichts bewegen, Worte tun niemandem weh. Darum lasst uns drüber reden, Diskussionen sind okay. Ja! Geh mal wieder auf die Straße, geh mal wieder demonstrieren, denn wer nicht mehr versucht zu kämpfen, kann nur verlieren. Die dich verarschen, die hast du selbst verwählt. Darum lass sie deine Stimme hören, weil jede Stimme zählt. Whoa, whoa. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Dankeschön! Ein Lied für AKK, Julia Klöckner und den ganzen verdammten Rest der verdammten CDU. Bill, jetzt kann ich wieder spazieren gehen, oder? Jetzt? Na, ich gehe zusammen spazieren, denke zusammen? Ich. Zusammen? Okay, super, Hand in Hand. Wir gehen Hand in Hand spazieren. Ach, scheiße, kann ich nicht Gitarre spielen? Kannst du woanders anfassen? Ja. You wish, my friend. Einer Bar sprach er mich an. Er war betrunken und er roch nach Schweiß. Er sagte: Junge, hör mir zu. Da gibt es etwas, das ich besser weiß. Die Emanzipation, komm zu mir, ist der gerechte Lohn.
für die verweichlichte Männerschaft. Doch du kannst mir vertrauen, zwischen Männern und Frauen gibt es einen Unterschied, der ganz gewaltig klappt. Und was ich dann hörte, was mich total empörte, mit wiederzugehen, fehlt mir fast die... Darum singt jetzt ihr! Manchmal, aber... Ich sagte, lass mich in Ruhe, ich hör dir nicht mehr zu. Du stinkbesoffenes Macho-Schwein, das hätte er nicht gern. Er fing an mir zu zählen, kurz darauf fing ich. Halt ich nicht, du bist ein Kind. Ich mach mich schade dann, als du bestreitst. Doch statt mir noch eine zu zünden, fing er an zu wimmern. Jetzt tat der Typ mir plötzlich leid. Er fing an zu flehen, ich sollte endlich verstehen. Sein Mundgeruch brachte mir Übelkeit. Er sagte, eine Solo von die Gitarre. Eine schöne Solo von die Gitarre. Naja. Ich stieß ihn weg und ich rannte nach Haus. Das musste ich meiner Freundin erzählen. Ich ließ nichts aus, es sprudelte es mir heraus. Die Ungewissheit fing an mich zu quälen. Das war mir noch nie passiert, ich war traumatisiert. Und etwas neugierig war ich auch. Da lächelte sie und hob die Knie und rammte es mit voller Wucht in meinen Bauch. Als sie nach Atem rang und ihre Stimme erklang, umwehte sie ein eisiger Hauch. Sie sagte, manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Hauch, ja. Manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Hauch, ja. Ja, wirklich immer haben Typen wie du was auf die Fresse verdient. Immer, ja, wirklich immer haben Typen wie du was auf die Fresse verdient. Mein Lied für das Matriarchat. Dankeschön. Ein Lied für die gute Laune. Eins, zwei, drei, vier. Super! Yippie! Toll! Na ja! Spitzikowski! Ausflippen! Weißt du noch, wie's früher war? Früher war alles schlecht. Der Himmel grau, die Menschen mies. Die Welt war furchtbar ungerecht. Doch dann
besser, als gestern war. Früher waren wir alle traurig, wir weinten jeden Tag, es nieselte, wir waren noch krank. Jetzt ist alles total stark, jetzt lachen wir mal alle und reißen ständig Witze. Wir sind nur noch am Baden, wir in die Hitze. Und ich finde es wirklich schade, dass ich das noch erleben darf. Ich bin hurra, alles ist super, alles ist wunderbar. Ich bin hurra, alles ist besser, als es gestern war. Alle sind Freunde, alle sind happy, alle sind froh. Und überall, wo man hinguckt, und Frieden kommt durch. Gestern ging es allen dreckig, heute geht es steil bergauf. Jeder hat drei richtige und alle sind
so oft angespuckt, geschlagen und getreten. Das war nicht sehr nett von dir, ich hatte nie darum gebeten. Deine Freunde haben applaudiert, sie fanden es ganz toll. Wenn du mich vermöbelt hast, doch jetzt ist das Maß voll. Gewalt erzeugt gegen Gewalt, hat man dir das nicht erzählt? Oder hast du da auch wie so oft im Unterricht gefehlt? Jetzt stehst du vor mir und wir sind ganz allein. Keiner kann mir helfen, niemand steht dir bei. Ich schrei nur noch auf dich ein. Immer mitten in die Fresse rein. Immer mitten in die Fresse rein. Ich bin nicht stark und ich bin kein Held, doch was zu viel ist zu viel. Für deine Implikationen war ich immer das Ventil. Deine Kumpels waren immer dabei, doch jetzt wendet sich das Blatt. Auch wenn ich morgen besser umziehe, irgendwo in eine andere Stadt. Gewalt erzeugt gegen Gewalt, hat man dir das nicht erklärt? Oder hast du da auch wie so oft einfach nicht genau zugehört? Und wir sind ganz allein. Und ich gucke weiter auf dich ein. Das tut gut, das muss einfach mal sein. Immer mitten in die Fresse. Tür, 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 Tür. Immer mitten in die Fresse rein. Immer mitten in die Fresse. Okay, ich versuche was anderes. Alle anwesenden Damen singen weiter den bekannten Chor. Mitten in die Fresse. Denkt an euren Freund. Lauter! Mitten. Die denken an ihren Freund. Okay, und die Herren. Die Herren jetzt dazu. Genau aufgepasst. Da eine kurze Pause. Jetzt hier. Lauter. Und jetzt die Damen dazu. Dankeschön! Und bevor es zu kalt wird für euch, spielen wir das letzte Lied. Gehen dann von der Bühne und kommen nie wieder. Und mein Penis ist übrigens in Wirklichkeit so. Drei Lügen auf einmal. Nee, Moment, Moment. Nee, nee, der ist gar nicht so klein. Okay.
hip hop, the hip hop, the hip and hip, hip hip harder, you don't stop. Moving to the bang bang boogie, set up, jump the boogie to the rhythm of the boogie, the beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. Cause me, the groove, and my friends, we're gonna try to move your feet. Okay, Mela. Ich bin der New Wave Man, der Knickknack Man. Ich stehe auf Sex, Pistols und Kiss. ACDC ist richtig. ACDC. Okay. Yeah. I've got five on it. Mama, I just killed a man. Die kennt den Text. Pull the trigger and he's dead. Mama, life has just begun. All the way. Mama. Und dafür habt ihr jetzt auf Slayer verzichtet. To make you cry. Okay, wir waren ja eigentlich bei einem ganz anderen Stück. Aus Queen kommst du nicht mehr raus, Alter. We will rock you. Ooh, you make me live. All we need is Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Lala. Hand aufs Herz, wer hat bei dem Film auch geheult? Und ich gewisse, ich bin mit meiner Liebsten so im Kino und ich so, scheiße, die kann mich doch jetzt nicht heulen sehen. Und sie hinterher zu mir, ey, du bist so ein gefühlloser Klotz. Das habe ich nicht gesagt. Ja. Aber du hast aua, aua, aua gesagt, nicht so fest, Entschuldigung. Ich habe nicht gefühlloser Klotz gesagt, ich habe gesagt, du bist herzlos oder sowas. Bela, weißt du noch, was ich dann gesagt habe? Ich glaube, warte. Ich glaube. Manchmal ist es einfach Zeit zu gehen. Genau, das hast du und dann hast du noch. Und wenn der Tag gekommen ist, sagt niemand dir Bescheid. Richtig, jetzt erinnere ich mich. Ich weiß, es fällt dir schwer, das einzusehen. Ja, so ist es nochmal. Und traurig fragst du mich. Ist es jetzt wirklich schon soweit? Ich sage dir, wir haben hell geleuchtet. Und vieles, was wir taten, hat Bestand. Man wird sich lange noch an uns erinnern. Du musst jetzt stark sein, hier nimm meine Hand. Das ist keine Hand. Los, komm, wir sterben endlich ab! Denn das ist besser für die Welt! Alles ist besser als ein weiterer Tag, an dem wir den Planeten ruinieren. Los, komm, wir sterben endlich aus. Was Besseres kann der Erde nicht passieren. Wir fragen den Computer nach der Lösung für unser ökologisches Problem. Empfall und schleunigste Verwesung, damit wenigstens die Tiere überleben. Die Elefanten werden uns packen und bald wächst über unsere Städte Gras. Und all das schöne Geld an all den Banken, das nehmen sich die Ratten an zum Pfand. Los, komm, wir sterben endlich aus, denn das ist besser für die Welt. Der letzte Po ist getan. Niemals! Das ist weit gefällt, endlich! Das Atom von 10 muss zu Ende gehen. Ich bin mir sicher, da liegt der Entzug. Los, komm, wir sterben endlich aus! Gleich kommen die Dinosaurier dann zurück. Dankeschön!
das sind es. Das waren die Ärzte aus Berlin. Dankeschön. Aus Berlin, tschüss. Ich soll von Bela fragen, ob ihr mehr wollt. Bela, Sie wollen mehr. Wir haben gewettet. Welche Wette? Habe ich jetzt gewonnen? Oder? Du hast gesagt, Sie wollen mehr. Und Rotto nix so, nee, kann nicht sein. Kann nicht sein. Wollt ihr mehr? Ihr seid total müde. Ich meine, das ist, es ist spät. Diese eine Liebe steht da hinten. Dankeschön. Ah, diese eine Liebe wird nie zu. Ach so. Ah, Ende. Ich kann es nicht lesen. Ich sage immer, Ende gut, alles gut. Hast du den getragen? Nein, deine Mutter, ne? Na, okay. Oder dein Freund. Oh. Naja. Alter, Vorsicht. So, wir machen dann gleich weiter. Ich muss erst ein bisschen Tee trinken. Und alle mittlerweile so, du bist doch kein normaler Tee, doch. Nein, das ist Jack Daniels mit Tee. Jetzt ist so eine schöne Ruhe, die ich mir manchmal wünsche während eines Konzerts. Ach, so denke, zum Beispiel bei Der Graf, oder? Wir können das alle so ein bisschen gebrauchen, auch mal so zu entschleunigen, so auszuruhen, ja? Das ist hier zwar Rock am Ring und ihr seid es gewohnt, total besoffen rumzuprollen, aber, aber irgendwie... Komm, die sind alle total nüchtern. Okay, kurze Zwischenfrage. Ist der Boden total... Scheiße, schmutzig, dreckig, eklig? Oder könnte man sich theoretisch hinsetzen? Farid, das ist eine Rennstrecke, ist alles Beton. Okay, ja, aber hätte ja sein können, dass dann schon viele Leute mit Durchfall heute hier waren. Was ich vielleicht noch ganz kurz anmerken möchte. Unbedingt. Ist euch aufgefallen, dass es noch nicht geregnet hat, während wir spielen? Verrückt. Selbst der Giraffe ist es aufgefallen. Also hinsetzen ist keine Option, sagt er, ja? Also, weil ich hatte gerade so die Vision, dass ihr dann vielleicht gemeinsam hochspringen könntet an einer bestimmten Stelle des Liedes. Ist jetzt nicht der originellste Gedanke der Welt, aber sieht halt einfach für uns sehr, 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 sehr geil aus. Und Let's Face It, das Konzert ist ja eigentlich in erster Linie, damit es uns gefällt. Ja, so läuft es halt in so, unserer Welt. An welcher Stelle sollen sie jetzt hüpfen? Ja, das erkläre ich ihnen, wenn sie sitzen. Okay. Von daher wird das Konzert sehr lange, weil bis 100.000 Leute sitzen. Du meinst, wenn sie erstmal die alle Klabusterbären haben. Ja. Und zwar springt ihr einfach auf an der Stelle, wo das erste Mal Arschloch geschrien wird, okay? Und also eins von den vielen Liedern, in denen wir Arschloch schreien, werden wir jetzt auch gleich spielen. Ja. Teenager Arschloch. Okay, ach so, nee, Entschuldigung. Also, das lasse ich jetzt mal durchgehen, als alle sitzen. Was ist mit da hinten? Wird da hinten auch gesessen? Ja, also da hinten ist Schlamm. Und auf der Tribüne, ich will jetzt nicht den Vornamen der Tribüne dazu sagen. Bitte jetzt nicht. Ach man, hört doch mal auf. Okay. Nee, die sind schon festgefroren da oben. Wie gesagt, erst beim ersten Arschloch bitte.
Saudum, darum geht's dir gut. Was ist deine Attitüde? Ständig kocht dein Blut. Alles muss man dir erklären, weil du wirklich gar nichts weißt. Höchstwahrscheinlich nicht einmal, was Attitüde heißt. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich Ast noch zu regieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Ohoho. Warum hast du Angst vorm Streicheln? Was soll all der Terz unterm Lorbeerkranz reichen? Ich schlägt dein Herz und Romantik ist für dich nicht bloß graue Theorie. Zwischen Störkraft und den Onkels spielt ne Kuschel Rock'n'Peak. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Silicon Verlangen. Sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Weil du Probleme hast, die keinen interessieren. Weil du Schiss hast, bist du ein Rassist. Du musst deinen Selbsthass nicht auf andere projizieren. Damit keiner mehr versühle, du bist auch noch weh. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei an Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit aus. Du hast nie gelernt, dich auf mich zu kopieren. Und deine Freundin, die hat niemals für dich Zeit. Dankeschön! Und just for the record, es sah großartig aus. Es sah richtig, es sah so gut aus, da werden wir mit diesem Anblick, wenn wir heute in unsere, viel zu großen Maxi-Size-Doppel-Queen-King-Size-Betten springen, in unseren Suiten. Leute, Nazis raus, ich glaube nicht, dass sich hier viele Nazis zum Ärztekonzert hinverirren. Hebt euch diese Sprüche auf für, wenn ihr sie seht. Wenn ihr Leute seht, die ernsthaft Werbung machen für die AfD. Weil, das muss man leider dazu sagen, mit Lied ist ziemlich alt. Damals war unser Feindbild der gewaltbereite Skinhead, der Vollidiot. Jetzt sehen die anders aus, sind aber gefährlicher. Zum Beispiel alt mit so Dackelkrawatten. Oh. Eieiei. Aber zu schöneren Themen, zum Beispiel sitzen in Berlin am Strand. Aber träumen von einem ganz anderen Strand, ein crazy Lied. Und wir haben uns überlegt, ihr singt es, wir sind eure Karaoke-Maschine, wir spielen es, ihr singt. Viel Spaß. Wir sind eine relativ schäbige Karaoke-Maschine, also bitte habt... Muss man sagen, ja. Bitte habt ein bisschen Nachsicht, vor allem, aber singt trotzdem aus voller Inbrunst mit, ja? Vor allen Dingen sind wir so eine jamaikanische Karaoke-Maschine, die kann nur eins. Zwei, drei, vier.
Hannover. Wie oft sprang ich in die Spree? Wie oft mussten sie mich retten? Damit ich nicht untergehe. Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Wann werde ich sie wiedersehen? Oh, ich hab solche Sehnsucht. Ich verliere den Verdammt. Ich will wieder an die Nordsee. Oh, oh, ich will zurück nach Westerland. Es ist etwas teurer, dafür ist man unter sich. Zweiter hier ist genauso blöd wie ich. Und jetzt habe ich wieder eine von diesen crazy Ideen. Jetzt kommst. Jetzt Obacht. Festhalten. Jetzt komm. Festhalten, dann umblättern. Anschnallen, dann umblättern. Folgendes. Ihr wollt doch bestimmt gerne Teil der Lichtshow werden, oder? Habt ihr Handys dabei? Holt doch mal in Ruhe euer Handys raus. Wenn ihr sie dabei habt, wenn ihr sie nicht dabei habt, ist auch schön. Könnt ihr einfach mal antworten, wenn dieser nette was fragt? Ältere Herr. Okay, ich sehe, die meisten Leute wissen schon, auf welche Handyfunktion ich heiß bin, nämlich die Taschenlampe. Alter, sieht das geil aus. Aber so weit, so normal. Alter, da wächst mir direkt ein Wind of Change. Nein, nein, nein. Okay, okay. Stop it. Folgendes. Ich muss es kurz erklären, weil wenn das klappt, dann ist es genial. Wenn es nicht klappt, dann ist es auch genial. Dann ist es einen Versuch ist es wert. Und zwar, ihr haltet die Lampe jetzt genau nach vorne, also zur Bühne. Und ihr könntet jetzt bis 4 zählen, also ich mach mal so ein Beat. 1, 2, 3, 4. Und auf die 4 dreht ihr euch alle mit dem ganzen Körper und mit der Lampe nach links. Und das macht ihr genau 4 Mal, bis ihr wieder vorne seid und dann immer im Kreis. Aber wichtig ist, die Bewegung muss zusammen erfolgen. Also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alter, sieht das geil aus. Mach mal alle anderen Lichter aus, bitte. Können die Kameras das einfangen, bitte? Und das sieht die Welt da draußen auf dem WDR. Niemals auf! Warum hast du mir das angetan? Ich hab's von meinem Bekannten erfahren. Du hast jetzt einen neuen Freund. 2 Wochen lang hab ich nur geweint. Jetzt schaust du weg, grüßt mich nicht mehr. Und ich lieb dich immer noch so sehr. Ich weiß, was dir an ihm gefällt. Er ist arm und ich hab Geld. Du liebst ihn nur, weil er kein Auto hat. Und nicht wie ich ein beschissenes Riesenrad. Eines Tages werd ich dich rächen. Ich werd die Herzen meiner Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht. Und
dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, doch dann ist es zu spät, zu spät. Gewesen. Ich hab dir nur unsere Schecks vorgelesen und du warst mit Schecks, esse Schecks, türliche Preise-Schecks, na auch andere Schecks. Mit Pommes Frites, der Gedanke bringt mich ins Grab. Ich das besichtiger. Ich hasse ihn, wenn es das gibt. Hör mal auf zu lachen. Ich wollte ihn verprügeln, deine Zufahrt, ich wusste Karate kann. Eines Tages werd ich dich rächen. Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen. Dann will ich ein Star in der Zeitung stehen. Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Doch dann ist es zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Doch dann ist es zu spät. Warum, 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 warum? Darum, 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 darum. Wieso, 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 wieso? Weshalb, 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 weshalb? Aha! Jetzt kommt mir einiges klar! Eines Tages werde ich mich rächen. Ich werde die Herzen aller Mädchen brechen. Dann will ich ein Zahn in der Zeitung stehen. Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Was jetzt passiert, ist im ganzen Land wahrscheinlich zur Genüge bekannt. Der Bela kommt nach vorne gerannt an den Bühnenrand und ich wechsle die Gitarre. Yes. Und während Fahren jetzt seine Gitarre rauscht, laut tauscht, wird dem Schlagzeuger gelauscht. Er hat euch etwas mitzuteilen. Hört auf, den Schlagzeuger ständig so aufzugeilen. Denn ihr seid ein sexy Publikum. Ihr seid schön und im Gegensatz zu uns seid ihr jung. Man ist so jung, wie man sich fühlt. Nee, man ist so jung, wie man sich anfühlt. Wie man sich anfühlt. Besonders dann, wenn man bei der besten Band der Welt spielt. Ah, und dann fühlt man sich schon mal automatisch ein bisschen besser an, oder was? Und dann kann ich nur sagen, meine Attraktivität, die steigt bei jedem zu spät. Und nein, bei der Summe, die auf den Schecks steht. Apropos Schecks. Wir erklären euch Jugendlichen jetzt mal, was ein Scheck ist. Das war Papier, auf dem Dreck ist. Dreck in Form von Zahlen mit vielen Nullen hinten dran. Oder vorne. Ja, vorne früher. Ja, mehr jetzt mehr so hinten. Heute mehr so hinten. Sympathisch, sympathisch, sympathisch. Sympathisch sei, die Ärzte, sympathisch sei hier auf der Bühne. Bela, das sind die Jungs, weißt, von nebenan. Du weißt, dass ich dich dann retten kann, indem ich jetzt einfach... Warte, warte. Ja. Lass mal ganz kurz noch kurz diesen Niedergang der Stimmung spüren. Das ist so schön. Guck mal, sogar der Typ mit dem Hasenkostüm schüttelt den Kopf. Alter, zeig ein Hasenkostüm angezogen und dann machen die Stimmung so runter. Weit gefehlt, mein Freund, weit gefehlt. Das hat was mit Dynamik zu tun, denn wenn wir die ganze Zeit geil wären, dann wärt ihr jetzt schon viel zu erschöpft. Wenn ich nicht wüsste, dass du ein armer Schlucker bist, will ich mit dir zum 1 Million wetten, dass du sofort anfängst zu hüpfen, wenn dieser Mensch eine Sache macht, die er gleich machen wird. Scheiße, Millionen verloren, armer Kerl. Du Arschgeige, du bist so eine Arschgeige, fahr in Urlaub. Ach du meinst, das andere soll ich machen? 60 Jahre und immer noch eine Arschgeige.
60 Jahre aus gehabtem Ärger nichts gelernt. Das ist übrigens mein Freund Bela B. Darf ich vorstellen? Und morgen kann er sich wieder an mich erinnern. Ich habe Arschgeige zu dir gesagt. Nein, da hast du mich falsch verstanden. Vor 100.000 Leuten würde ich doch nie Arschgeige zu dir sagen. Aber zurück zum eigentlichen Thema, nämlich... Achtung, Häschenmann! Eines Tages werde ich mich rächen. Da siehst du. Ich werde die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star und du läufst hinter mir her. Doch dann ist es zu spät, dann kenn ich dich nicht mehr. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Doch dann ist es zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Und dann ist alles viel zu spät. Gut reagiert, Chilene. Aha. Du hast aber voll recht, die Sympathie, den Sympathie-Dinner gehabt, oder? Okay. Sympathie-Pulver. Leute, wer von euch geht so einmal im Jahr ins Internet wie wir? Da gab es neulich drei sehr geile Videos, wie ich fand. Ich kenne jetzt nicht so viele Musikvideos, aber in dem einen wurden Eier zerstört. Ja, in dem anderen wurde die CDU zerstört. Aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Ich wollte ja auf das dritte Video hinaus. Sockenpuppen. Ja. Hat denn irgendjemand gesehen oder haben wir denn einfach völlig... Habt ihr gesehen? Weil wir wollten jetzt ein Lied spielen. Es gab eine große Diskussion. Ist jetzt ausnahmsweise mal kein blöder Spruch. Weil Rotto und ich waren so, nee, lass das nicht spielen. Rock am Ring, alter Riesenpublikum, das kennen die nicht. Und Bela so, doch, doch, das kennen die. Lass es unbedingt spielen. Das war das Video, was wir von dem Restgeld, von dem Catering-Geld, was noch übrig war vom Catering von Rammstein, vom Rammstein-Video gedreht haben. Und das spielen wir jetzt. Ey, Billa, deine Ansagen sind immer besser. Die werden immer besser. Das ist aber auch ganz schön so. Ich mag das. Ich mag diese Stille. Danach, diese mitleidige Stille. Nee, Billa. Ich bereite mich schon mal vor, wie es später im... zugegebenermaßen sehr luxuriösen Altenheim, in dem ich mich aufhalten will. Bela, das ist 90.000 Mal Fremdschämen, diese Stelle. Ja. Nein. Nee, siehst, guck mal, er sagt nein. Siehst du? Kein Fremdschämen, mitschämen. Hier schämt sich niemand. Okay, Bela, dann mach doch mal diese, was du am besten kannst. Duft, Dusch, Duft, Duft, Dusch, Duft, Duft, Dusch. Meinst du? Ja, das kann ich, das ja. kann ich also ja. plötzlich, ja? Dafür bin ich dir also gut genug. Na, dafür und für den Analverkehr. Und da, auf so eine billige Nummer, da jubelt ihr oder? Ey, meine Fresse, ey. Seid ihr ein... Und dafür hab ich jetzt Slayer sausen lassen. Kann ich mal ein paar Fäuste sehen hier? Fist die Ärzte, Alter! Kann es sein, dass die Sonne plötzlich scheint in der Nacht? Die Polizei fragt, hat irgendwer ein Feuer entfacht? Ich sage nein, liebe Kinder, jetzt gebt ordentlich acht. Da haben wir drei wohl die Sterne in Bewegung gebracht. Ja. Ich weiß, wir haben wieder einmal alle gedacht, es wäre vorbei, dabei haben wir eine Pause gemacht. Jetzt geht es weiter, denn das fällt auf der Nacht. Ich prophezei an dieser Stelle, dass es ordentlich kracht. Denn Fakt ist, es ist schon viel zu lange her. Viel zu lange. Es wird also Zeit für unsere Rückkehr. Kommt und seht es, bevor es zu spät ist, da geht noch etwas mehr. Wir sind noch immer populär, naja. Vielleicht sogar besser noch als vorher. Und ich erkläre hier mal ganz autoritär, ist so spektakulär. Es ist schon viel zu lange her. Übliche Klänge, Gesänge und Melodien. Bunte Lichter, glückliche Gesichter. Getränke, die Enge, das Adrenalin. Und drei Dichter, Hirnzellenvernichter. Die Menge ist Horror-Fried. 100 Kerzen, 100.000 Herzen. Auf den Gängen Nürnberg und Berlin. Ohrenschmerzen von infantilen Scherzen. Drei Poperzen singen ihre Terzen. Das ist schon viel zu lange her. Viel zu lange.
lange. Ich vermisse es so sehr. Was sollst du sagen, wenn die Lage nicht fragen? Da gibt's sie nicht mehr. Da gibt's sie nicht mehr. Nee, da kommt noch mehr. Allerhöchste Zeit für unsere Rückkehr. Ich bin dagegen, mich beim Singen zu bewegen. Das ist mir viel zu schwer. Wir haben die Haare schön. Wir tragen Sonnenbrillen. Wir trinken Freudentränen, um unseren Durst zu stillen. Wir haben den Föhn dabei. Die Hoffnung auf Erlösung von den Bösen. Und ich will dir nicht versprechen, doch das ist noch nicht gewesen. Denn wenn du schon viel zu lange her. Also ich gebe es zu, WLAN, ein paar Leute kannten es, ja, aber nicht viele. Nicht so viele, also... Im Gegensatz zum nächsten Lied vielleicht. Ich bin dagegen, denn ihr seid dafür. Ich bin dagegen, ich bin nicht so wie ihr. Ich bin dagegen. Egal worum es geht, ich bin dagegen, weil ihr nichts davon versteht. Ich bin dagegen, ich sag es noch einmal, ich bin dagegen. Warum ist doch egal, ich bin dagegen. Auch wenn es euch nicht schmeckt, ich nenne es Freiheit. Ihr nennt es Mangel an Respekt. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, mit der ich euch gegenüberstehe. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, mit der ich euch gegenüberstehe. Zu. Ich bin nicht blöde, auch wenn du gern so tust. Ich bin nicht faul, ich hab nur einfach keine Lust. Ich bin nicht hässlich, ich seh nur anders aus als du. Du hast verloren, du gibst es nur nicht zu. Ich bin nicht taub, du brauchst nicht so zu schreien. Ich bin nicht blind, ich seh es nur nicht ein. Ich bin nicht stumm, ich halte nur den Mund. Was soll ich sagen? Ich hab doch keinen Grund. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, mit der ich euch gegenüberstehe. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, mit der ich euch gegenüberstehe. Und wenn ihr schon dabei seid, dann betrachtet auch mein Aussehen als Symbol der Nicht-Identifikation mit euren Werten. Keiner! Der zu befehlen, was ich zu tun hab. Wirklich niemand, einfach keiner. Das ist ganz allein meine freie Entscheidung. Thank you.
bin nicht arm. Ich hab was mir gefällt, ich bin nicht neidisch auf dich oder dein Geld. Herzlich willkommen an meinem Lebenslauf, ich bin ganz ruhig. Warum regst du dich denn so auf, wenn du da durchdrehst und mich wieder verhaust? Stellst du dir selber ein Armutszeugnis aus? Du kannst mir leid tun, die Wut, sie macht dich blind. Du hast verloren, ich bin nicht mehr dein Kind. Keiner, keiner, keiner hat das Recht, dir zu befehlen, was ich zu tun hab. Wirklich niemand, einfach keiner. Das ist ganz allein meine freie Entscheidung, so wie Meinung oder Kleidung und die innere und äußere Erscheinung. Dankeschön! Sag mal, habt ihr Spaß? Ihr bereut es nicht, dass ihr immer noch hier steht in der Kälte? Wirklich nicht? Auch nicht da hinten? Dann singen wir den Happy Happy Joy Joy Song. Okay. Happy Happy, happy Joy Joy, Happy 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 Happy Joy Joy, Joy. Und jetzt singen wir Junge. Ah, endlich, ja, Junge. Das kann doch nicht sein. Dann war der Abend endlich gut. Wisst ihr, Farin, als wir damals die erste gegründet haben, da war mein größter Traum, mal vor 90 oder 100.000 Leuten zu spielen. Und mitten im Publikum steht ein Mann, der hält 3 Stunden lang eine Klobrille hoch. Du weißt, du hast es geschafft, wenn jemand sowas für seine Lieblingsband auf sich nimmt. Abgesehen davon, nee, dass er auf Slayer verzichtet hat. Wie du. Bela, du siehst es falsch. Der weiß, wie eklig die Klos hier sind und er hat eine saubere Brille dabei. Das kannst du von hier aus riechen, oder was? Ja. Du meinst, das Leben ist wie eine Brille, man macht viel durch? Hey, Alter. Du bist aber heute hier der Karlauer King, oder? Alter, sehr gut. Sehr. Bela, vielleicht versuchen wir erstmal das Lied zu beginnen. Okay, Otze. Junge, warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Dieter an, den Dieter an. Der hat sogar eine Klobrille. Oh. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir eine Festanstellung, wenn du ihn darum bittest. Junge, oh. Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm. Was sollen die Nachbarn sagen? Und dann noch deine Haare, da fehlen mir die Worte. Musst du die denn färben? Was sollen die Nachbarn sagen? Wie kommst du nach Hause? Wir wissen nicht mehr weiter. Junge, bricht deiner Mutter nicht das Herz? Nussback, Nussback. Es ist doch nicht zu spät, nicht zu spät, dich an der Uni einzuschreiben. Naja.
Du hast dich doch früher so für Tiere interessiert. Wäre das nichts für dich? So ein eigener Hamster, Junge. Oh. Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Nase und ständig die Sonne. Was soll die Nachbarn sagen? Elektrische Gitarre und immer diese Texte. Das will doch keiner hören, offensichtlich. Was soll die Nachbarn sagen? Wie kommst du nach Hause? So viel schlechter Umgang, wir werden dich erinnern. Was soll das die Nachbarn sagen? Wo soll das alles enden? Wir machen uns doch Sorgen. Und du hast so ein süßes Kind. Und du hast so ein süßes Kind. Und du hast so ein süßes Kind. Du hast so süßes Kind. Ich will. Ah, danke. Das gibt es mir. Noch eins? Fällt euch überhaupt, wie elendig lang diese Zugabe ist? Merkt ihr ja nicht, oder? Ach, die haben doch eh die ganze Zeit nur Scheiße gelabert. Ja, stimmt. Okay. Also ich muss leider traurigerweise hinzufügen, dass da ja jetzt schon auf dem Weg zum Hotel sind. Wer? Ich habe sogar ihre Abfahrt verpasst. Oh. Könnt ihr mich trösten? Bela, Sie trösten dich, indem Sie beim übernächsten Lied... Ah, eine Herzchenlaula für Bela B? Für Slayer und Bela B, oder was? Oh, Bela, guck mal. Ja, so ja. Viel Liebe. So viel Liebe. Ich werde neidisch. Aber vielleicht könnt ihr das so ein bisschen verbinden mit so einer Evil... Das ist mal so, statt ein Herz. Einfach zweimal Pommesgabel aneinander. Also du meinst eine Vagina? Die quadratische Vagina. Ja, nach der Geburt. Farin, nur weil du immer deine Ritter Sport fickst, musst du das jetzt nicht auf mich hier abwälzen. Wie nennst du deinen Hintern, Alter? Standort unter Fahnen, Revolution stand uns im Gesicht. Wir haben erlebt, was andere nicht mal ahnen. Revolution, weniger wollten wir nicht. Das ist noch nicht so lange her, doch heute kennst du mich nicht mehr. Wir haben geträumt von einer besseren Welt. Wir haben sie uns so einfach vorgestellt. Wir haben geträumt, es war eine lange Nacht.
wünschte, wir wären niemals aufgewacht. Das bisschen Rammstein macht sich von allein, sagt mein Mann. The band that wouldn't leave. Dankeschön! Danke fürs Dableiben! Ihr seid die Besten! Der Besten! Der Allerbesten! Remember! Er nimmt ihn mit. Kommt gut in eure Zelte. Lasst euch nicht mitschnacken. Remember, I love you. Viel Spaß beim Riesenrad zerstören. Und morgen kommen wir noch mal wieder, aber da haben wir Masken auf. Morgen spielen wir von 14 bis 4 Uhr morgens. Ja, so läuft's doch in unserer Welt. So, das war nachweislich beste Band der Welt. Da gibt's kein Vertun, ja. Und Spaß mit den zwei, dritt, 100 Platzierten, die hier noch spielen werden. So schön wie jetzt wird es nicht. Ciao!